notwendig, diese Gleichstellung vorzunehmen bei einem europäischen Modell Saat. Vielen Dank. Wenn der Kollege Grech von den Sozialdemokraten gemeint hat, dass diese Resolution ein Aufruf zum Wirtschaftswachstum wäre, dann unterliegt er dem Irrtum, dass man Wirtschaftswachstum nicht politisch beschließen kann. Das hat die Sowjetunion schmerzlich erkennen müssen, wenn sie auf jedem Parteitag Wirtschaftswachstumsraten beschlossen hat. Das Gleiche ist, von der gleichen Placebo-Qualität ist diese Resolution. Wir laufen derzeit Gefahr, die Glaubwürdigkeit des Binnenmarktes vor dem europäischen Bürger zu verlieren. Nichts macht das Scheitern der EU-Politik, auch im Binnenmarktbereich, so deutlich wie die skandalös groß hohen Arbeitslosenzahlen. Welche Bürger haben von diesem Binnenmarkt profitiert? Jene, die jeden Tag mehr kämpfen müssen, ihren Arbeitsplatz verlieren? Jene Zahl der Bürger, die jeden Tag steigt? Oder jene, die zwei Jobs ausüben müssen, damit sie einmal leben können? Darauf gibt diese Resolution keine Antwort. Wir laufen Gefahr, die positiven Aspekte des Binnenmarktes zu verlieren, indem wir auf die Arbeitslosigkeit, die täglich steigt, keine Antwort haben, insbesondere bei den jungen Menschen. Arbeitslosenquoten von über 50% sind ein Skandal und zeigen signifikant das Scheitern ihrer Binnenmarktpolitik und ihrer Währungspolitik. Thank you very much. The next speaker. Vielen Dank. Nächster Redner, Frau Thun und Hohenstein. Dziękuję, panie przewodniczący. Danke, Herr Präsident. Wir müssen nicht nur gutes Recht schaffen, wir müssen auch auf die Bürger hören. Ich denke zurück an